Hey, herzlich willkommen zurück bei Teso. Du hast eine Quest gefunden, hast gesagt, ne? Ah, richtig. Dann komme ich da mal hin. Gestiefelt. Oh, Rehe. Nein, die heißen Oreo. Nein. Rehe. Nimm das Blümchen jetzt. Na, Lute. Da drüben, Turm der Talwacht. Ich habe Mal gucken, ob gehört, ich den entdecken Udon kann. Assassinen hätten versucht, König Kasimir zu ermorden. Alles Skille. Skille. Ey, diese verkackten blauen Blumen, die sehen so aus, als könnte man die pflücken. Tja. Oh, hier, alle wieder aggro. Oh, das ist Ja, nicht wenn ich dich gut. sehe, kriege ich auch immer Agro, ey. Könnt ihr mir helfen? Ihr kommt aus dem Wald. Habt ihr eine meiner Schwestern, Würdin Eliana, getroffen? Würdin Eliana ist losgegangen, um herauszufinden, was mit den Wächterinnen geschehen ist. Wir haben seitdem nichts von ihr gehört. Sie ist wohl irgendwo auf der Straße unweit des Tals der Wächterinnen unterwegs. Es gibt grässliche Schrecken in den Wäldern und wir sind keine Kriegerinnen. Könntet ihr sie finden und sicherstellen, dass es ihr gut geht? Ich könnte. Wenn ich Zeit habe. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Was machen wir jetzt eigentlich? Keine Ahnung, sag was. Ja, sollen wir Anker aus dem Hafen weitermachen? Mir egal. Ja. Dann machen wir das. Oder wir anfangen zu umzahlen. Oh ja. Wie machen wir das, was ich will? Immer nur das, was Oh. du willst. Oh, hier ist eine Quest. Das ist ja der Knüller. Moment zu mir. Wo bist denn du? Ja. Da oben. Oh, und ein Lager. Oh, das, die ist ja dieser böse. Blöde Schlampe. Oh mein Gott! Alter! Das ist schon ziemlich cool, dass du die immer so wegziehen kannst. Ja, hab schon drauf. Oh, übelst. Wir müssen einen Weg Lager der finden, um die Rotkrähen. Banditen aufzuspüren. Ich habe gerade zu tun. Rotkrähen-Banditen halten Geiseln in einem Haus an der Gasse gefangen. Ich habe immer einen Plan. Diese Rotkrähen setzen abgerichtete Wölfe ein, um ihr Lager zu bewachen. Das macht sie wohl etwas selbstsicherer, denke ich. Aber es macht sie auch sorgloser. Genau da kommt mein. Ich brauche jemanden, der sie Oh, still und okay. heimlich reinschleicht, sich etwas Wenn man Wolfsfell etwas schnappt und entdeckt, es das man den nicht Geiseln kennt, bringt. Durch diese Pflanze können man die will es Geiseln einfach erkunden, rausspazieren, ohne die sollte man nicht Aufmerksamkeit der Wölfe reingehen. zu erregen. Man Die nicht Geiseln draufstellen. sind in einem Haus Und eingesperrt. drüber Warum nicht? laufen. Warum Also nicht? werdet ihr auch einen Weil sich Schlüssel herausgestellt hat, finden. dass das eine Falle ist, die explodiert, wenn man Wir können durchrennt. helfen, sobald ihr die Art Wolfsweh wächst hier Das ist überall. natürlich schlecht. Oh, ja. Aber das ist dein Problem. Oh, ja. Da oben ist noch eine Quest. Oh. Nee. Oh? Nein. Gibt es plötzlich eine andere Quest aktiv? Nee, doch nicht. Eins. Machen wir jetzt. Ja, sollen wir weiter die mit dem Anker da machen? Ja. Müssen wir hier einfach nur durchrennen. Durchrennen ist immer schlecht. Ah, das ist voll gut.
Wie oft kannst du diesen Skill mit den Ketten benutzen? Je nachdem, wie viel Magie ich noch habe. Warum? Okay. Warum? Weil ich dort diesen Flächenzauber habe, beziehungsweise den Flächenangriff mit dem Bogen. So. Ach, schon wieder eine verkackte Falle. Weiter geht's. Lauf, Schlampe, lauf! Willkommen zum Kampf, Kamerad. Krallen raus und ihr Narren! Ihr könnt es nicht mit der Macht von Molag Bal aufnehmen. Oh, was ist hier los? Ja, hier geht Party. Ach, hab ich doch noch getroffen. Da kommen noch mehr. Wo? Euch vor. Warum haut denn der da hinten ab? Oh. Der Meister hat seine Pläne für den Hofbaron. Oh mein Gott. Wow. Wow. Alte Scheiße. Oh, da hat er mich geheilt. Holy moly. Ihr liefert einen netten kleinen Kampf. Aber wir sind noch nicht mit euch fertig. Ihr seid zu spät. Ich habe ihn gefunden. Der Rotbaron ist irgendeiner anderen Vädra hinterhergejagt. Hinterher. Na, guck mal, wenn ihr diesen Gorilla The Slop anvisierst, hat ja so ein blaues Zeichen dahinter. Was bedeutet das? Manche haben rotes. Ach so. Keine Ahnung. Könnte ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Aber was weiß ich schon? Echt, ey. Alles, was ich dich frage, kennst das doch. Ja, warum fragst du mich denn dann? Ja, weil ich immer die Hoffnung habe, du weißt vielleicht doch mal irgendwas. Ach, am Arsch. Verlassenes Haus, kann gar nicht sein, da ist ja jemand drin. Oh, armer Papa, mein armer. Oh mein Papa. Gott. Was soll ich tun? Ich bin ein neuer Papa. Komm mit mir. Du bist wenn dann die Mama. Nee. Sie kamen in der Nacht. Sie drangen in den Leuchtturm ein und haben uns im Schlaf. War ich einen Beutel zwischen den Beinen habe, bin ich der Papa. Ich bin hergerannt und habe mich versteckt. Es waren die Blutdorn. Du hast aber zwei Tüten vorn. Ja, und einen Beutel. Alter, ich hab dich geheiratet. Du kannst nicht mit solchen Geschichten kommen. Komm doch mal, wenn man die Erstbeste heiratet. Alter Scheiße, ey. Hab ich mir da bloß eingebrockt, ey. Aber ich kann nicht trösten, mir geht's auch nicht viel besser mit dir. Was? Was? Kannst du so aber auch nicht sagen. Oh, doch. Mein Meister hat Pläne für eure reine Seele, Merrick. Ihr solltet euch geehrt fühlen. Merrick, Kamerad, was ist passiert? Das Schia. Dass so ein Schwächling es mit einem wie Merrick aufnehmen konnte. Da, du Schia, die habe ich ja schon platt gemacht, ey. Das ist voll die. Boah, voll die Sau, ey. Ganze Zeit hinter euch. Oh ja, Farben, die heldenhafte Gildenmeisterin. Pfft. Wir müssen nicht auf Farben warten. Ihr und Elef seid mehr als schlau genug, um das herauszufinden. Hier gebt ihr diese Gegenstände, die ihr bei den Kultisten gefunden habt. Ihr konntet die Tremora aus der Projektion nicht wiedererkennen. Ich denke, ihr Name ist Doshia. Sie ist eigentlich sehr von sich eingenommen. Diese Notiz erwähnt einen Inselturm. Elef, betretet das Mursteingewölbe.
Ein alter kaiserlicher Turm auf einer Insel vor der Küste. Geht und sucht Merrick dort. Elif wird unsere heroische Gildenmeisterin aufsuchen und weitere Klingen holen. Möge das Glück euren Schritten folgen, Kamerad. Was meint ihr? Das Zahnrad oder das Relikt? Uralt, von den Dwemer, stellenweise abgenutzt. Dieses Teil wurde in einem ihrer anderen Konstrukte verwendet. Riecht. Irgendwie frisch. Ist schon eine Weile nicht mehr in einer Ruine gewesen. Schade. Hätte vielleicht noch mehr. Ein krudes Konstrukt. Von kleinen Fingern geformt. Einer Bretonin. Vielleicht einer Waldelfe. Hat die Farbe von Lehm aus dieser Region. Also wahrscheinlich doch von einer Bretonin. Riecht verbrannt. Zunder. Geformt an einem Ofen mit Holzfeuer oder an einem Brennofen. Elif geht ihren Weg, wie sie kam. Oh cool, ist das ein Nierenwurz wie bei Skyrim? Wenn man dieses Geräusch macht. Aber weiß ich ganz genau, irgendwo ist ein Blümchen. Ursprünglich aus der Stadt Düne. Wo bist denn du? Da hinten. Ja. Was hast du denn da? Anker aus dem Hafen. Bist du auch einfach hier rüber geschwommen? Jo. Okay. Findet den Inselturm. Und immer schön die Augen nach Scherben offen halten. Oh ja. Kamerad, hierher! Ja, ich fliege ja. Fast. So, Digga. Kamerad! Ja, was ist los? Ich bin Jofnir Eisklinge, ehemaliger Meister der Kriegergilde. Unterbrecht mich nicht. Wir haben keine Zeit. Doshia hat Merrick mit unter die Insel genommen. Ins Gewölbe. Sie benutzt Merricks Seele, um einen Anker zu bringen. Ich kann es nicht sagen. Meine Zeit wird immer kürzer. Rettet Merrick. Haltet die Daedra auf. Ja, gut. Machen wir. Das sieht mir doch aber auch ganz nach einem Ort aus, wo eine Scherbe sein könnte. Oder meinst du nicht? Kann sein. Neues Buch entdeckt. Was machst du da oben? Ach, das gibt's doch nicht. Doch. Ah, nein. Ah. Idiot. Was hast du gemacht? Ah, sag mir nicht. Also, es fängt schon wieder an zu regnen. Ey, das heißt doch immer hier von wegen erkunden, ne? Blablabla. Wenn ich schon mal in so einem Turm bin, dann denke ich mir, man muss in den Keller, dann ist bestimmt oben auf dem Dach was. War nicht. Hat man ja gesehen. Das ist gar nicht schlecht, dass ich so viele leere Seelensteine dabei habe. Und auch gefüllte mittlerweile, ja. Kannst mich immer wieder retzen. Nee, ich kann mich immer wieder retzen. Was ist so Zermürbungstaktik beim Gegner, weißt du? Ja. Sterbe ich halt 80 Mal rund. Idiot, das ist nicht dein zu. Oh nein. Oh was? Wir sind in der Gruppe, ja. Aber wir sehen uns nicht. Und wenn die so ist... Oh nein, von der habe ich dir doch erzählt. Weißt du noch, mit den Kugeln, was ich dir gesagt habe? Ja, kann sein. Oh nein. Dann können wir die jetzt nicht zusammen machen. Ah, mach ich alleine. Oh, viel Spaß, ey. Okay, du hast den Vorteil, du bist Fernkämpfer. Du musst nicht zu diesen scheiß Kugeln laufen. Ja, richtig. Ja, nimm das doch hier. Oh, Inventar ist voll. Ich kotz gleich alles voll. Geh gleich drauf. Ich mach gleich schlimmer. Übelst. Ja, mach das weg.
ich bin tot. Das ging fix. Ja, richtig. Das ging fix. Komm, hier hauen wir uns mal so ein Bratschlampchen rein. So. Eine reine Seele, Doshia. Enttäuscht mich nicht. Genau. Enttäuscht ihn nicht. Ey, jetzt ist halt echt, ich dreh, ich, das ist... Oh, hier habe ich eine Kiste gefunden, aber die ist offen. Wie mies ist das denn? Tja, kann schon mal passieren. Ja, aber wenn das ein instanziertes Gebiet ist, nur ich bin hier, dann darf hier keiner die Kisten öffnen. Haben's aber. Na, ich geh jetzt auch mal da runter. So. Ah, hier ist aber eine Kiste. Brühe ist da drin. Wahnsinn, ja. Ist so optimal. Oh, ich flipp gleich aus. Scheiß Inventar, was hab ich denn da alles drin hier? Das gibt's doch gar nicht. Ich sollte vielleicht mal ein paar Tränke ablegen. Hier, die Scheiße kann weg, das braucht kein Schwanz. Hä, Moment mal. Das braucht keiner. Das braucht auch keiner. Weg jetzt. Oh, schon wieder eine Kiste gefunden, aber die ist wieder leer. Wie Assisen halt. Jemand klaut mir hier meine Apex. Tja. Ja, doch, das gibt's doch nicht. Ich loote die ganzen Kisten. Boah, gibt das hier viel zu looten, das ist ja der Wahnsinn. Lass mich mal auf die Karte gucken. Ach, okay, das ist nur hier und dann da hinten die alte. Oder geht das hier noch irgendwo anders weiter? Frag mich nicht. Hier ist eine offene Kiste. Passt mir ja gar nicht. So, ein paar Fässer hier noch. Dann war hier. Oh, da haben wir eine Kiste. Durchsuchen. In der Kiste ist ein Dietrich. Okay. Ach, weiter hoch geht's nicht. Okay. Oh, da ist er. Ob ich die schaffe? Oh, ich bezweifle es. Kann ich dir nicht sagen. Ich werde gleich erstmal Heiltränke auf Schnelltaste setzen. Oh mein Gott! Zack. Tot. Du? Ja. Hast du gegen den verkackten Doshia gekämpft? Drei Goblins. Ah, okay. Oder Scumps. Nicht Goblins.
Okay, dann machen wir das so. Mach nicht kaputt jetzt. So. So ein scheiß Vieh, ey. Nein, jetzt ist sie wieder voll, ey. Oh, ich kotze gleich. Erstmal durchsuchen. Jetzt müsste ich die... macht die Fernangriff oder Nahkampf? Ab und zu castet die so kegelförmig was von sich weg und zieht sich an sich ran. Und wenn die an dich sich an dich ranzieht, dann kommen diese Kugeln. Dann musst du schnell diese grauen Kugeln kaputt machen, weil die heilen die. Und das ist nicht wenig, was die dann geheilt wird. Okay. Ah, da siehst du, bei mir ist sie schon wieder voll. Oh, ey. Was soll das denn hier mit dem scheiß Zombie? Ja, den macht sie nur, solange sie noch da dieser Mensch ist. Jetzt ist sie abgehauen. Die ist wieder voll. Das heißt jetzt praktisch, ich muss dann auch hinten in diesem kleinen Raum mit ihr kämpfen, oder was? Ja. Ja, das kann ja was werden. Oh ja. Eieiei. Ich treffe diese verkackten Kugeln auch nicht sofort, ey. Ich werde euch auch verschlingen. Aua. Alte Scheiße. Ja, ich hab sie gleich. Ich hab sie, ey. Oh. Blöde Kuh. Kann man hier nicht spucken? Also, ich weiß noch nicht, wie lange das dauert. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen. Sieht man hier nicht mal mehr mit den Büchern, mit den Bücherregalen. Jetzt lass mich, lass mich. Wow. Warum ist die Alte voll? Durch die Kugeln. Ah, ich, klar, hab ich voll verbrannt. Das hab ich voll verpeilt, ey. Muss ich die dann alle irgendwie abballern oder was? Ja, du musst die abballern, damit die kaputt gehen. Die kommen von außen und gehen dann langsam nach innen. Und in der Zeit musst du die kaputt machen. Boah, aber wie viele kommen denn da? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, es sind ein paar. Und eine halt die, boah, keine Ahnung. Um 10, 15, 20% oder so. So schnell wie die Scheißdinger kommen, kann ich die alte gar nicht kaputt machen. Lass mich doch in Ruhe, blöde Kuh. Die Kugeln kommen, sobald die dich an sich ranzieht. Dann kommen die Kugeln. Also ich bin immer im Kreis gelaufen, damit die mich nicht so oft trifft und dann kann man auch rechtzeitig dieser kegelförmigen Attacke da ausweichen. Oh mein Gott. Aber mach doch das Ding! Alte Scheiße, ey. Ey, gibt einen blauen... blauen... Hals. Lass mich in Ruhe, du blödes Miststück.
Au, 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 au. Nein, na, verdammt. Ey, du bist tot. Ach. Ja, kannst du mich jetzt verstehen, was ich meinte? Was eine blöde Schlampe. Ich mache jetzt hier erstmal eine Pause. Ich muss mir erstmal eine kleine Entspannungszigarette rauchen. Asi, ey. Und dann im nächsten Part machen wir die Hau, da hauen wir sie mal um. Nee, machst du nicht. Doch. Du bist voller Lutscher, du kannst halt nicht. Ah, in der nächsten Folge. Mach ich sie weg. Direkt am Anfang. In einer der nächsten 10 Folgen. Weil ich kann hier ziemlich einfach immer wieder die Folge anfangen. Weißt du, immer wenn ich draufgehe, kann ich einfach Aufnahme ausmachen und neu anmachen. Ah, jetzt sind wir jetzt beim zweiten Versuch. Ja, vielen Quatsch, dann machst du direkt so, ey, first try, ich weiß gar nicht, was du einfach. Ja, richtig. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Warum ist auf einmal Level 30, ne? Macht's gut. Ciao.